Willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 7 im DLC, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Im DLC, The End of Zoe, beziehungsweise Zoes Ende, wieso rede ich immer nur Englisch, ich weiß es nicht. Bitte fragt mich das nicht, ich weiß es selbst nicht. Wir sind hier halt immer noch hier unten, wer hätte das gedacht, und müssen halt das Medikament bekommen. Was ja eigentlich hier vorne sein sollte. Danke. Und ich habe ein neues Getränk. Ich bin so glücklich, dass ich mal wieder was Normales trinken kann. Also, Gott schütze andere Getränke. Genau. Leider bin ich trotzdem echt enttäuscht, denn dieses Granatapfelzeug war leider echt nicht billig. Und Granatapfelsaft finde ich wieder ultra lecker, aber das ist so ein komisches Sirup, was man so mit Wasser mischen soll. Und es ist so traurig, dass es nicht schmeckt. Es ist zum Heulen. Naja. Ich dachte schon, hier wird ja so ein Gegner um die Ecke stehen. Das wäre komisch. Ja. Gut, wir müssen jetzt hier hoch. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch. Hier kann ich speichern, das ist schön. Ich nehme wieder den ersten oder den hier. Gut, dann müssen wir uns jetzt immer so runterhangeln mit den Speicherplätzen, aber das kriegen wir schon hin. Bald sollte auch mein Controller leer sein, das finde ich nicht ganz so cool. Was ist das? Hoffentlich nichts, was ich brauche. Hallo! What? Oh, come on! Ja, drauf zu hauen macht's besser. Da wird noch mehr rauskommen, definitiv. Oh, hat doch funktioniert. This is it. Finally. Dankeschön. Hallo. Sie sehen ja fresh aus. Bitte entführe mich jetzt nicht. Willst du ihn vielleicht schlagen? Ja, werf mich ruhig darunter. Das ist nicht so schlimm. Hier runterzubrechen war jetzt nicht ganz so der Plan, aber, ach, so schlimm ist das nicht, glaube ich. Guten Tag. Stirb. Mann, du blödes Miststück. Ich hab dich voll bekommen. Danke, danke. Ach Mann, du Miststück, hör auf damit. Wie die Hipster sagen würden, mach nicht diesen. Ich bin hier gerade dabei zu arbeiten. Hallo, du blödes Miststück. Jetzt reicht es mir mit dir. Jetzt werde ich sauer. Hier, nimm den und 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 den. So, und weißt du was? Jetzt heile ich mich hier. Weißt du, ich mache jetzt das hier. So, guck. Sieh dir das an. Und jetzt kriegst du den in den Arsch. Oh, zwischen die Beine ist auch schon. Nee, hier ist jetzt Schluss. Hier ist Schluss, du blödes Miststück. Ich hoffe, du verreckst an meinen Schlägen. Blödes Miststück, ich glaub es wohl. Mann, als ob der mich hier andauernd trifft. Ich glaub es nicht. Not bad, little guy. Ja gut, hier fehlt es uns jetzt auch langsam an, das hättest du auch gern nehmen können. Ist nicht so, dass du das nicht hättest gern nehmen können. So. Neue Runde. Fuck you. What's wrong? Als ob der das überlebt hat, du blödes Miststück. Der kassiert hier doch die ganze Zeit Schläge, als ob der sich so denkt, ja, das ist schön, das gefällt mir. Boah, hör doch mal auf. Hier lag doch irgendwo noch so ein Ding rum. Hörst du mal auf? Das ist nicht so höflich. Kann ich hier auch abhauen? Nö, natürlich nicht. Mann, hör doch mal auf. Ach, come on. Die werden eh sterben, also. Ja gut. Dann halt so. Wir haben halt leider keine Gesundheitsanzeige, nicht so wie auf dem Armband oder vorhin die Anzeige unten links.
okay. Tschüss. Ich renn weg. Tschüss. Leider rennt der halt nie so schnell, wie ich es brauche. Der hat ihn trotzdem kassiert. Also laber keinen. Not bad, little guy. Danke. Danke. Ach, als ob. Als ob der mich immer noch gekriegt hat. Als ob, als ob, als ob. Okay, ja, das war nicht ganz der Plan, aber danke. Tschüss. Ach du blödes Miststück. Hier, jetzt kassierst du mal ein paar. So, jetzt sollten wir vielleicht wieder wegrennen. Ich sollte vielleicht einmal... ich bin gerade dabei, etwas zu kombinieren, du blöder Idiot. Nein. So. Rennen. Kannst du bitte rennen? Ich renne einfach die ganze Zeit im Kreis. So, in deine gottverdammte Drecksfresse. Was, wirst du jetzt zum Hulk? Ich glaub's ja wohl nicht. Willst du vielleicht einfach mal zur Seite gehen? Ach komm, als ob. Es macht einfach keinen Sinn. Wie soll ich dem denn ausweichen? Und ich kann doch nicht mal wegrennen. Und vor allem, wir haben den jetzt noch nicht mal so weit down gekriegt wie beim letzten Mal. Sondern jetzt erst. Ja, das ist cringe, das stimmt. Mist, wir können nichts mehr herstellen. Wir bräuchten einen Ast. Ich gehe wieder weg. Nee, dann renne ich weg. Kannst du ihn vielleicht mal einen verpassen? Ja, ohne dich direkt 50 mal hitten zu lassen. Ach so, so kann ich blocken. Langsam verstehe ich das, glaube ich. Ja gut, wir haben eine Trophäe erhalten, Hände hoch. Ich hätte jetzt geschrieben, hoch die Hände Wochenende, aber egal. Oh Gott, es ist furchtbar tatsächlich gegen dieses Vieh zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt letztendlich irgendwie schneiden werde oder nicht. Keine Ahnung. Erstmal ein Soundruckler, ja moin. Du bist ein Miststück. Hör doch mal auf jetzt. Kannst du mal wegrennen? Ja, ohne dich treffen zu lassen, wenn möglich. Ach, hör doch auf. Not bad, little guy. Ja, als ob der mich jetzt einfach die ganze Zeit bekommt. Ja, das war natürlich wieder klar, dass das jetzt auch wieder passiert. Kannst du jetzt auch mal hauen? Ich heile mich ja gerade nur easy. So musst du dir keine Gedanken drum machen. Finde ich super, dass du mich genau in der Zeit schlägst. Wer kennt es nicht? Here we go. Dieses Mal steht es, glaube ich, nicht ganz so schlecht um uns. Stand schon mal schlechter.
Ja, der ist jetzt ein bisschen getriggert natürlich, ne? Bitte nerven Sie mich nicht. Ja, ich renne einfach wieder weg. Ach, du Miststück. Der rennt aber auch wie so eine Träne, leider. Dieses Mal antworten wir. Kannst du ihn vielleicht auch mal treffen? Heilen, Bro, heilen. Kannst du ihn schlagen? Bitte? Mein Controller ist schon ganz schwitzig. Und wenn ich das jetzt dreimal mit dir machen muss, dann eskaliere ich richtig. Ich hoffe halt echt mal, dass das nicht ganz so viel Schaden verursacht, wenn wir uns halt blocken. Und wie gesagt, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du ihn treffen würdest. Nein. Was ist denn eigentlich los mit ihm? Tot. Es ist doch nicht deren Ernst jetzt. Ja, meine Güte. Ja, wir senken das jetzt, ganz ehrlich. Für den Kampf, es ist gerade einfach ein bisschen zu schwer. Ich kann ihm halt auch einfach nicht ausweichen. Deshalb ist es einfach mega am Triggern. Ach, du blödes Miststück. Du nervst so. Eigentlich ist es mir echt immer so richtig unangenehm, den Schwierigkeitsgrad oder so zu senken. Weil wenn man schon irgendwas beginnt, sollte man es vielleicht auch zu Ende bringen und so, ne? Aber bei ihm ist es halt einfach nicht möglich. Ihr habt ja gesehen, man kann halt blocken, so viel man will. Es bringt halt einem einfach gar nichts. Ich habe hier jetzt so viele Puppen und ich habe so viel, mit dem ich ihn schlagen kann. Und trotzdem passiert halt einfach gar nichts. Ja moin, dieses Mal fehlt sogar das andere Zeug. Wenn du ihn treffen würdest, wäre ich dir halt auch sehr verbunden. Hast du mal auf mit dem Müll? Bitte. You want it? You got it. That all you got, huh? Tschüss. Den habe ich doch dieses Mal echt voll bekommen. Ja, eskaliert direkt. Oh!
eskalier direkt. Ach ja, ist klar, ich heile mich mal eben. Mann, du blöder Idiot, langsam nervst du mich mit deinem Rumgehüpfe. Bitte nicht nochmal. So, jetzt war es aber auch First Try. Und langsam bin ich auch ein bisschen abgefuckt. Meine Güte. War das gerade nervig? Es war einfach schon so übertrieben, dass es einfach schon wieder so richtig heftig genervt hat. Aber wir kommen immerhin ganz in der Nähe von Zoe raus. Das ist doch schon mal positiv. So. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Das kommt mir alles sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ist das hier nicht sogar das Haus, wo Zoe drin ist? Ich bin mir nicht sicher. Ja, stimmt. Wir haben die Seite nicht aufbekommen. Erstmal speichern, bitte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das jetzt weitergeht. So, I brought your medicine. You're gonna be fine. Ja. Zoe, where are you, girl? Where'd they go? Ja, der geht einfach rein. Easy. Leave my family alone, asshole! Und ist verschwunden. Oh, you're gonna get it. Das war ja interessant. Naja, das war ja klar, dass das nicht so einfach wird. Damn. This whole place is gone to hell. Das stimmt. Evie war nicht gerade freundlich hier. He's gotta be up ahead. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Naja, der DLC hier bietet uns auf jeden Fall so ein bisschen weltentechnisch nochmal wesentlich mehr als natürlich jetzt der kostenlose, wo man sich halt nur in diesem einen Bereich praktisch aufhielt. Der dann zwar zu verschiedenen anderen Bereichen geführt hat, aber man hat halt einen so einen Hauptbereich und ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, hier sind nicht wieder welche von den Viechern. Aber gut, wir können hier ja auch speichern. Das ist eigentlich schon mal ziemlich von Vorteil. Deshalb würde ich auch sagen, ich beende auch für heute die Aufnahme. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir versuchen, Zoe wiederzufinden und diesen Typen zu erledigen. In diesem komischen Gebiet. Gut, bis dahin. Go,